So, ein wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu mein Test, dem Creator Server Let's Play. Mittlerweile Folge 105. Ja. Was wir tun machen heute ist vor allen Dingen etwas, was mir aufgefallen ist, was wir komplett vergeigt haben. Und zwar das mit den Fenstern. Das ist ja absolute Katastrophe. Also wir haben da diesen einen Aussichtspunkt da oben geschaffen und das mit diesem Obsidianglas. Aber ganz ehrlich, da war ich ja komplett durch. Ich meine, wir haben da einfach quasi Blöcke hingesetzt. Aber wir haben ja unsere Segel. Wir haben Home-Dekor, das heißt, wir können das richtig schön ausbauen und nicht einfach nur so ein komisches, ne, hinterlassen. Also das war ja nicht so prickelnd. Wir haben Nachrichten. Achso, Information für alle, nochmal. Bietet sich gerade an, wenn ihr mir auf meinem Ronix-Kanal, also auf meinem Ronix-Account Mails schickt, dann, erklärt euch natürlich immer damit einverstanden, dass wir sie auch hier im Let's Play lesen. Ne? Also, ich brauche noch Train-Operator-Privileg und noch eine Bitte bekomme ich Areas High. Areas High Limit hat sie doch bereits. Brief zu Ehren hat sie nicht. Doch, habe ich. Genau, Area High Limit. Tja, und mit Track-Operator. Eher. Ungerne. Zu Ehren. Wegen den Track oder Train Operator, wie es jetzt immer heißt. Operator. Dass er ungerne, Komma, die Gleise sind rein dekorativ. In Klammern. Züge vielmehr Advanced Trains, weil es speziell diese Mod verursacht extreme Lags. Sorry. Hallo? So, genau. Wie der Track-Operator, dass er ungern. Ich habe ja alles komplett falsch geschrieben, egal. So. Was sollten wir machen? Also zum einen, da oben, wie gesagt, mit dem, ne, da richtig Glas schräg reinsetzen. Da werden wir uns mal eine Schere, wollte ich gerade sagen, eine Säge mitnehmen. Dann können wir die oben direkt vor Ort einarbeiten. So, Obsidian Glas habe ich. Keins mehr dabei. Warum denn nicht? War das ungenau passend? Doch, kann sein, genau. Wir haben es ungenau passend eingeschmolzen, glaube ich. Nehme ich mal den Block hier noch mit. So. Ofen müssen wir noch oben haben. Ach nee, habe ich Ofen mitgenommen. Das heißt, damit wir oben nicht wieder einbauen, sondern jetzt mal einen mitnehmen von den 10.000, die wir haben. Was übrigens aufgefallen ist, das Ding hier hat einen ganz geilen Effekt. Und zwar, guckt mal. Ja, wir brauchen, das war natürlich super, super dumm, keine Beleuchtung mehr. Ja, die Regenbogenblocks, die leuchten nämlich. Ich meine, das wusste ich. Habe ich aber, als ich das Ding hier aufgebaut habe, gar nicht so im Hinterkopf behalten. Das heißt, das Ding macht unsere Wohnung hell. Habe ich gesehen, weil ich habe nämlich von dieser Welt, ne, meine Server, die kopiere ich eben, ich mache ja andauernd Backups. Für die, die es nicht wissen, zweimal wöchentlich, einmal Montag früh und einmal Freitag früh. Und da habe ich, kopiere ich ab und zu Backups in meine lokale Spielwiese quasi
um so bei bestimmte Sachen zu testen, zu gucken. Zum Beispiel jetzt vor kurzem mache ich immer die Tests, ob die neue Mine-Clone-Version damit harmoniert oder ob es direkt Abstürze gibt oder ähnliches. Und ja, in dem Zuge habe ich halt auch die Welt mal lokal gestartet bei mir. Und bei mir lokal ist die Zeit nicht durchstehend, sondern halt normal eingestellt mit Tag-Nacht-Rhythmus. Und als ich dann hier gespawnt bin, war es halt gerade, also hier hingegangen bin, gespawnt bin ich hinten irgendwo, da wurde es halt gerade Nacht und als ich reinkam, war es dunkel und trotzdem war es hell. Fand ich witzig. Ja. So. Lange bringt gar keinen Sinn. Ich würde auch gerne mal das mit den Tieren in Angriff nehmen, sprich also unsere Tiere mal ein bisschen vermehren. Bevor sie uns hier komplett eingehen. Zum Glück sind doch alle grün, das ist schon mal sehr schön. So, was brauchen wir dafür? Wisst ihr was? Einfach mal hier komplett wieder eine Runde durch. Kann nicht schaden, ab und zu hier, ne? Ein bisschen Feldarbeit. Wir haben jetzt in letzter Zeit relativ viel gebaut wieder. Da können wir hier auch mal einmal durch die Felder gehen. Was mir dabei in dem Zuge noch einfällt, ist, wir müssen auch mal gucken, wie Bäume einpflanzen. Denn wir brauchen auch Äpfel. Und Apfelbäume haben wir jetzt nicht so viele hier rumstehen. Zumal ja erschwerend noch hinzukommt, dass ich hier ne, ein paar Apfelbäume weggerissen habe, weil wir die ja hier für unser Feld brauchten. Das Problem ist halt, wir brauchen Äpfel für die Schweine. Die essen ja leider nur Äpfel. Wobei da glaube ich noch irgendwas war, aber irgendwas, was wir so schnell nicht bekommen werden. Was, wo geht's denn hier runter? Leckst mal doch an der Eier. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir uns irgendwie mal so eine Plantage bauen, wo wir ganz viele Äpfelbäume anpflanzen, also normale Bäume halt. Und die dann Apfelbäume sind, die lassen wir stehen. Die keine Apfelbäume sind, pflanzen wir wieder ab, pflanzen wieder neue Bäume hin. So lange, bis alle Bäume, die wir da irgendwo dann gepflanzt haben, Apfelbäume sind. Und wir darüber dann ganz, ganz viele Äpfel bekommen. Das wäre schön, das wäre nice, das wäre geil. Bis dahin müssen wir halt immer hier ein bisschen rumlaufen, um hier ein paar Äpfel einzusammeln. Was jetzt in dem Sinne nicht problematisch ist weiter, aber einen Fleck zu haben, wo die ganzen Äpfel direkt zur Verfügung stehen, wäre halt doch um einiges schöner. Mindestens können wir so mal hier in der Gegend rumrennen und immer schön Äpfel einsammeln, ist ja auch mal was Feines. Ist ja herzallerliebst. So. Ich meine, wir haben sogar, glaube ich, noch ein paar Äpfel. Also, ich weiß nicht, ein Stack oder so müssen wir eigentlich sogar fast haben. Also. Wollte gerade fragen, wo der Apfel hin ist. Der sich gerade irgendwo zwischen den Blättern versteckt. Ich glaub's ja. Gut, gehen wir mal langsam wieder zurück. Schöne Vorheimweg. Unsere Axt ist ganz schön, die jetzt sehe ich gerade. Ach so, stimmt, der wohl unser Hammer ja letztens draufgegangen ist. Der ist ja nicht mehr. Wieder nicht so tief rein hier, ne? Sogar noch einen Strauch. Ich dachte, die sind alle unserem Feld zum Opfer ge. Was ist denn hier los?
Ich suche mal einen Holzblock, den man einfach mal so klauen kann. Nee, ne? Doch. Sehr schön. Dann kommst du mal kurz weg. Ja. Ja. Was tue ich hier gerade? So. Da, da, da. Da wird es mir auch später nie auffallen. Oh. Hä? Doch, genau da ist noch. Schon wieder. So, jetzt kann einer dahin gehen. Ist der wieder komplett. Und du kommst bitte hier hin. Hat ja gut funktioniert. Hä, was ist denn das hier? Was ist hier passiert? Bei dem Baum? Hä? Kann das sein, dass es das, wo wir hier so lang gekramt haben? Ja, ja, doch. Das wird von der Höhe hin, von der Flucht her hinkommen. Da war das die Flucht, wo wir lang gekramt haben. Interessant. Ja, gut. Unsere ganzen Bäume kaputt, ey. Siemens Lufthaken confirmed. So, jetzt auch nochmal ein Busch. Sehr schön. Ah ja. Oh, komm wieder ran. Perfekt. Kann man ja Eier eigentlich schießen und dann werden daraus Küken? Weil bei Minecraft geht das ja. Ich mach mal ganz kurz hier so. Da so. Nee. Rechtsklick geht nicht und mit Linksklick esse ich das Ding, glaube ich. Das wäre also, ich probiere mal erstmal das hier. Ach, okay, scheiße, man kann auch essen, wenn man satt ist. Mist. Ah, gut, dann lasse ich das einfach mal so im Raum stehen. So, weiter Kakaoernten hier. Sehr schön. So, Kakao ist einmal durch. Boah, Alter, das ist nicht. Ich dachte gerade, unter den Blättern ist Wasser, weil es hier so blau durchgeschimmert hat. Aber das schimmert nicht durch, sondern ja, das sind die Blätter selber, die diese blauen Punkte haben. Das war jetzt natürlich ein bisschen optisch Täuschung und so. Habe ich denn gerade hier das Ding kaputt gemacht? Ja, warte, schon wieder über den Zaun hier. Wie, wenn nochmal so eine Kuh über den Zaun springt, dann klatscht sie aber. Das war kein Beifall. So, wenn ich jetzt hier erstmal Feldarbeit machen möchte, dann lage ich mal ganz kurz meine ganzen Werkzeuge hier aus. Das verbraucht nämlich doch einfach zu viel Platz. Komm, dich auch erstmal. Dich auch erstmal. Und ja. So. Sehr schön. Ich habe gerade schon wieder die Tür offen gelassen, richtig? Ach halt, ich brauche noch eine Axt. Da kann ich auch mal wieder diese komischen Kakteen da ernten. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Platz hier. Das heißt, du kommst runter, du kommst runter, du kommst runter, du kommst runter und du kommst runter. Übrigens habe ich letztens ein neues Spiel entdeckt. Vielleicht können wir dafür sogar so ein Special machen. Aber jetzt nicht eine ganze Woche, weil sondern eher so mal irgendwie so eingeschoben oder sowas, keine Ahnung, mal so ein, zwei Tage oder sowas, keine Ahnung. Ja, ein Spiel, also ein Subgame für meinen Test, aber etwas, was ganz viele Sachen ganz anders macht. Also das hier zum Beispiel gibt es nicht.
sondern man ist da quasi, man macht alles so wie in der Realität in der Welt. Das heißt, wenn wir irgendwelche Sachen bauen, dann craften wir sie nicht hier drinne, sondern wir packen die Sachen in der Welt hin und bauen dann irgendwie zusammen oder so. Also ich habe da Videos auf YouTube gesehen von Nodecore und auch den entsprechenden Forum-Eintrag natürlich beim Mindset-Forum. Darüber habe ich dann auch die Videos natürlich gehabt. Ja, und das Ding, das klingt halt ultra interessant und würde mich halt schon echt hart interessieren. Weil ich bin ja auch gerne so einer der, ne, also ich meine, Spiele wie Mindtest liebe ich natürlich, aber was ich halt am meisten liebe, ist das Rumexperimentieren und das Erforschen von neuen Inhalten. Ich meine, ich bin jetzt natürlich keiner so wie dieser Mindtest-Videokanal, der die ganze Zeit irgendwelche Mod-Vorschauen macht. Das würde ich auf kurz oder lang nicht durchhalten. Aber so zumindest so eine ab und zu mal ein paar neue Spiele reingucken, so als kleine Specials immer mit ein paar Folgen, wäre halt vielleicht mal gar nicht mal so schlecht. Gerade weil wir uns ja jetzt hier tatsächlich auf den Creative-Server konzentrieren, könnten wir, ne, so nebenbei ab und zu mal, wenn halt was auftaucht, das mal mit beleuchten. Ich meine, bei dem Creative Server haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Wir hatten auch eine ganze Menge Zeit. Mal ganz davon abgesehen. Ich muss noch mal gucken, vielleicht wollen wir, mir gehen gerade so ein bisschen die Ideen aus, was wir hier noch so machen. Weil an sich, ich habe halt noch vor den Höhleneingang da schon zu bauen. Dann da oben das Ding noch aufbauen, dann halt noch Tiere vermehren und so ein Zeugsgedöns, aber mir gehen halt so ein bisschen gerade die Ideen aus. Und deswegen werde ich vielleicht, damit ich ein bisschen mehr kreative Zeit vorm Let's Play habe, in der ich mir überlegen kann, was ich überhaupt im Let's Play mache, dann vielleicht doch mal bald wechseln auf eine Folge pro Tag statt zwei Folgen. Ja, jetzt noch nicht, auch nicht morgen und übermorgen. Also wenn sowieso dann immer wochenweise, heißt also, wenn ich meine Upload, ja, wie auch immer man das nennt, mein Uploadplan ändere, dann sowieso immer nur wochenweise. Das heißt, wäre sowieso frühestens nächste Woche. Ob wir direkt nächste Woche anfangen, hier mit pro Tag nur noch eine Folge, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall, was ich vorhabe, ist, wir werden, also jetzt als ne, ich und meine Mutter, wir werden bald umziehen. Und derzeit laufe ich ja quasi im 3-Wochen-Vorlauf-Modus. Das heißt, die Folge, die ich jetzt hier aufnehme, kommt für euch in frühestens 3 Wochen. Oh, schön, dass ich gerade angekommen. Hi. Ja, und da habe ich halt überlegt, dass wenn wir dann komplett umgezogen sind irgendwann mal und alles quasi in Fach und Tüten ist, dass ich dann für mich mal, weiß nicht, hatte ich ja schon mal angekündigt, glaube, 2 Wochen Pause mache, um quasi damit den Puffer abzubauen, dass ich quasi wirklich immer halt in der Folge aufnehme, bevor die Folgen dann auch rauskommen. Heißt also, dass ich halt nicht mal einen Puffer von 3 Wochen habe, sondern nur noch von einer Woche. Was halt ganz einfach den Hintergrund hat, dass ich dann auch mal ein paar Umfragen machen kann, was ihr euch so hier fürs Let's Play wünscht und daraus dann auch eingehen kann. Übrigens hatte ich jetzt auch mal im Plant Life Forum hier gefragt, wie diese Dingern abbauen, habe aber noch keine Antwort bekommen, also ja. Okay, man kann die wirklich nur mit einer Axt abbauen. Na gut. So. Das
würde ja quasi dann bedeuten, mal gucken, ob ich das schon diese Woche mache, mal dieses kleine Let's Play einschieben, dieses Special für Notecraft. Weil die Sache ist halt, Notecraft ist selber natürlich A, super experimentell, also wie gesagt, es geht da komplett andere Wege. Und vor allen Dingen ist es halt auch noch halt super im Anfangsstadium. Soll heißen, es gibt bisher kaum Inhalte. Also so eine kleine Hütte könnten wir uns machen. Ne? Aber ich weiß nicht mal, ob es da überhaupt sowas wie Saat gibt, also ob wir uns überhaupt Felder machen könnten. Ich, wie gesagt, kenne das Spiel halt persönlich gar nicht, habe damit noch nicht gespielt, kenne halt bloß die kleinen Videos, die da hochgeladen wurden von dem Entwickler. Und da hat man jetzt zum Beispiel Tiere und so nicht gesehen und auch landschaftstechnisch war es eher so, na ich sag mal, sehr Vanilla. Das kommt auch rein, soweit ich weiß. Ah, gehört auch jetzt sogar. Genau, Äpfel hatten wir drinnen und ach doch, hier unten, genau. Kakteen haben wir auch drinnen. Sehr schön, gut. Dann sollte alles passen. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter zu unseren Hauptfeldern und ernten die auch mal schön ab. Wie gesagt, bei Notecraft, da hatte ich bisher halt ein paar Rezepte kenne ich da schon, weil die dann halt direkt im Video behandelt wurden. Das heißt zum Beispiel, dass man halt, man kann standardmäßig keine Bäume abschlagen, sondern man kann von Bäumen zum Beispiel nur die Blätter abschlagen und wenn man denn die Blätter abgeschlagen hat, bekommt man aus den Blättern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch Stöcker. Diese Stöcker muss man dann irgendwie auf dem Boden kombinieren, wie das genau ist, war, weiß ich nicht mehr, nur mit die Stöcker übereinander packen. Wenn man die übereinander gepackt hat, bekommt man daraus dann schon wieder super verschwenderisch hier. Bekommt man damit dann, jetzt bin ich raus, genau, eine kleine Holzaxt. Aus der Holzaxt kann man denn die eigentlichen Bäume abschlagen, aber nur von oben. Und wenn man die dann abgeschlagen hat, kann man sich auf den Dingern wiederum eine richtige Holzaxt bauen. Es gibt also auch mehrere Arten von Holzäxten. Wie viel es auch immer gibt, keine Ahnung. Und ja. Wie gesagt, geht sehr viele neue Wege, weswegen ich halt schon arg gespannt bin und mich halt so ein bisschen drauf freue. Ich privat habe es halt, wie gesagt, auch noch nicht angespielt. Ich habe es nur mal installiert, um zu gucken, ob es funktioniert, weil ich habe dieses Spiel tatsächlich schon länger auf dem Schirm. Das Spiel hat auch mittlerweile einen neuen Namen. Das Spiel hieß nämlich früher, jetzt hoffe ich, dass ich nicht lüge, das Spiel hieß früher Alpha. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es früher Alpha hieß oder ob es einfach nur vom gleichen Entwickler ist, wie das Spiel Alpha. Weil Alpha war ja damals so ein Spiel, was auch extrem viele Sachen, ne, so ein bisschen überarbeitet hat, ein bisschen in neuere Zeit reingebracht hat. Was dann aber leider von der Bildfläche verschwunden ist. Halt auch ein Subgame für Mindtest. Und ja. Wie gesagt, zum Alpha höre ich aber gar nichts mehr. Da ist die Entwicklung irgendwie eingeschlafen, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber gut, so ist es halt. Ja, und wie gesagt, der gleiche Entwickler, der hat halt jetzt aber, wie gesagt, dieses Notecraft in die Welt gesetzt. Ob das ein Nachfolger für Alpha ist, eine Weiterentwicklung, also dass Alpha quasi damit tot ist, oder es ein komplett neues Spiel ist und ja, Alpha so tot ist, oder ob Alpha gar nicht tot ist und bald weiterentwickelt wird, ich habe keine Ahnung. Könnte ich sogar mal im Forum fragen eigentlich. Warum eigentlich nicht? Ja. Auf jeden Fall ist der Programmierer, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, scheinbar sehr gewillt darin, viele Sachen
ich sag das mal, anders zu machen als so der Otto normal Mindtest affine Subgame Entwickler, wie auch man das nennen möchte. So, man fragt sich jetzt vielleicht, wie die ganzen Ananas hierher kommen, und ja, ich habe es, wie gesagt, ne, hatte ja, glaube ich, so angekündigt, als Walker die nochmal einzupflanzen, weil wir die ja verloren hatten. Und ja, es ist tatsächlich so, ich habe es nochmal getestet, wenn man hier rauf drückt, gehen diese Köpfe, oder die hier oben, diese Blätter da oben, die man wieder einpflanzt, die gehen einfach komplett verloren. Das heißt, man muss wirklich hier immer diese Dinger rausnehmen. Das Seltsame ist, wenn man hier jetzt mit der mittleren Taste rausdrückt, das funktioniert wieder. Also, nur halt dieser Knopf, ich weiß nicht, ob der was anderes macht, weil ich, ne, aus Entwicklersicht dachte ich halt, dieses Rausnehmen ist quasi ein Event. Und wenn man hier mit der mittleren Maustaste raufdrückt, wird dieser Event 10-mal ausgeführt. Wenn man halt hier raufdrückt, wird dieser Event halt so oft ausgeführt, bis hier alles leer ist. Oder das da leer ist, oder keine Ahnung. Scheint wohl doch nicht so zu sein, sondern dieses alles scheint doch irgendeine andere API zu benutzen. Und die ist dann wohl noch nicht ganz so, konform mit dem Standard. Oder ist eine Standardfunktion, also Standard-API, die aber verbuggt ist, oder ich weiß es doch auch nicht. Ich mache mir halt nur so meine Gedanken. So, die vier können wieder weg. Ja, hat gut funktioniert. Kann man die jetzt? Nee, kann man nicht. Warum kann man immer alles essen? Das ist scheiße. Aber jetzt wissen wir es ja mit diesen Ananas. Das heißt, jetzt, ja, werden wir diesen Fehler hoffentlich nicht nochmal tun. Es ist ja leider nicht der einzige Server. Der einzige Fehler auf dem Server. Ich meine, ich erinnere mich dann nur zu gerne an diverse Unfälle an der Säge mit Toten. Ja. Und der Tote war meine Seele. Ich habe aber leider zu dieser Säge irgendwie auch kein Thread gefunden. Ich habe da aber jetzt, muss ich zugeben, auch nicht wirklich gut nachgeguckt. Das heißt, da muss ich dir mal im Forum mal Bescheid sagen, dass es diesen Bug gibt. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der diesen Fehler hat. Oder wenn nicht, ich der Einzige zumindest bin, der es den entsprechend dann berichtet hätte. Weil ich meine, diese Sägemod, die wird ja tatsächlich von sehr vielen Servern benutzt. Oder auch von sehr vielen Subgames, die diese Säge dann schon mit drin haben. Aber ja, das würde dann eher dazu sprechen, dass der Fehler nur auf unserem Server auftritt. Wo dann wiederum die Frage wäre, was der Fehler ist. Ah ja, mal gucken. Jetzt gerade habe ich ja ganz andere Probleme. Und zwar hat Wusi gerade ein neues Update rausgehauen für Mineclone 2. Und hat da jetzt Minecraft-Style-mäßig eingefügt, dass man bei Rüstung unten dieser Rüstungsbalken, der nicht mehr das anzeigt, was man also den Verbrauchswert der Rüstung quasi, sondern die Stärke der Rüstung. Was ich persönlich ja nicht so sehr mag. Ja, ich kriege es natürlich jetzt auch nicht behoben. Ich meinte, klar, ich kann natürlich direkt im Quellcode ändern. Aber das müsste ich dann jedes Mal, wenn eine neue Version rauskommt, dann zurückändern. Ja, nicht die feine Art. Jetzt hätte ich hier beinahe die Erde abgebaut, kann das sein? Oh.
Also ich sollte am besten immer, wenn ich hier Feldarbeit mache, immer meine Harke mitnehmen. Machen wir nächste Folge. Ja. Das sehen wir wieder reparieren. Danke dafür.